leibhaftig auf ewig Verdammten gehen ans Werk. Holen sich die Glocken der Kirche von Kaienberg, die noch nicht entwidmet, nur an RWE längst verkauft. Keiner liest hier mehr Messen, hier wird kein Kind mehr getauft. Von wem beauftragte Frevler die Glocken sich holen? Mit Kirchenglocken wird hier auch Vertrauen gestohlen. Das Monument der Gemeinde so sinnlos zerstört. Ein ruchloses Werk der Vernichtung den Himmel empört. Wie lang sich der Dom an der Nies wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt? Schaufel, Rad, Bagger, Graben, Kräber, das Braunkohlegrab. Wo vollendete Tatsachen Christen gottlos gestellt, der Glaube verraten von dem, der sich für gläubig hält. Der Pfaffe in Erkelenz glaubt, der tät nur seine Pflicht. Sein Dienstherr im Himmel im ewig Verdammnis verspricht. Entwendete Glocken sind abgehängt, heimatlos. Als Institution versagt Kirche erneut grandios. Ihr Amtspersonal entscheidet an Menschen vorbei. Den Gläubigen ist Rombachs Kirche schon bald einerlei. Wie lang sich der Dom an der Nies wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt? Schaufel, Rad, Bagger, Graben, Kräber, das Braunkohlegrab. Plektrudis, die den Kirchenplatz wählt, im Grabe sich dreht, weil Heimat aus nichtigem Grund vor Beseitigung steht. Ihr Fluch gilt all denen, die dafür verantwortlich sind, dass der Anfang vom Ende mit Glockenentwendung beginnt. RWE baggert riesige Gruben, wo sich Heimat befand. Es gibt keinen größeren Heimatvernichter im Land, der für Kohleverstromung die Zukunft der Erde bedroht. Der Planet mag im All weiter kreisen, aber Leben ist tot. Wie lang sich der Dom an der Nies wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt? Schaufel, Rad, Bagger, Graben, Gräber, das Braunkohlegrab. Wer auf solche Verbrecher sich einlässt, macht das nur für Geld.
weil man in diesen Kreisen ja alles für käuflich hält. Da geht es alleine darum, wie befriedigt man gehe. Wie viel kriegt man von wem, wie schnell und warum und wofür. Alles andere ist den Verbrechern doch völlig egal. Und sie tun auch noch so, als gäbe es da gar keine Wahl. Und solange sich daran nichts ändert, alle bezahlen. Da reicht auch nicht irgendein Ausgang verschaukelter Wahl. Wie lang sich der Domann denn nie ist wohl noch ohnmächtig reckt. Tief in seinen Mauern die Geschichte von Kaienberg steckt. Wer ist so respektlos, dass er sie ganz einfach kappt? Schaufel, Rad, Bagger, Graben, Kräber, das Braunkohlegrab.